Ach so, also kann ich jetzt gleich schon mit dem sprechen. Warum nicht? Aber ich muss erstmal mit der Tante, ne, erstmal mit dem. Ne, ich spreche erstmal mit der Erstmal Eulen richtig hier. hinsetzen, erstmal schön mit dem Stuhl knarzen. Jan, pst. Er hatte sicher seine Gründe, er muss Warte bestraft mal, ich bin werden. jetzt Halt. auch in dem Er hatte sicher Magazin. seine Gründe. Hallo? Hallo? Also ich habe jetzt gerade die Cutscene gestartet. Und der sitzt da einfach nur und es passiert nichts. Hallo? So, ja, ich bin wieder dabei. Wow. Jetzt Und kann ich das nur überspringen. kann die Messias-Videos überprüfen. Überprüft die Bruders mal. Ist die Cutscene schon vorbei bei dir, Leon? Hallo? Ja. Hallo? Was? Was denn? Ist die Cutscene bei dir schon vorbei? Nein. Er ist jetzt drei Personen. Wie Lance ist? Naja, er ist drei Personen. Ja, nehmen wir das. Darf ich denn mit dem Kollegen hier reden? Irgendwie passt der Gesichtsausdruck nicht zu das, was die Tante da sagt. Die Cutscene ist vorbei schon. Du darfst sprechen. Ich wollte nur Bescheid wissen, weil bei mir ist ja keine Cutscene gelaufen. Achso. Also du hast die Cutscene von dem Typen übersprungen, oder was? Ja, musste ich, weil ich nur ein Standbild hatte, als ich gestartet habe. So. Und jetzt muss ich zu Matthias. Der saß da einfach nur und hat geguckt. Ich bin noch bei Matthias, die Verfassung des Matthias-Trio überprüfen. Ja, da gehe ich jetzt auch hin. Und jetzt werde ich mit dem Typ sprechen. Okay. Einmal reden bitte, danke. Hey, habt ihr noch ein Folgeding bekommen? Wir reden jetzt. Meine Zähne klingeln und die Luft riecht Klar. violett. Der Realitätsverlust nimmt zu. Er verfällt. Wie kann ich helfen? Schon gut. Ich akzeptiere es. Es geht hier nicht nur um dich. Wir sterben alle, wenn wir nichts unternehmen. Wir können nichts tun. Wir wissen nicht was. Vielleicht sollte ja alles so kommen. Lassen wir es einfach laufen. Laufen lassen. Ja, das ist es. Du bist ein Genie. Hol die Mann, ich verdammt. Der Freelancer hat sie aus ihrem Gehäuse entfernt, als sie den Soldaten geteilt hatte und nach unserer Teilung. Hast du die Verbindung getrennt? Aus Furcht. Aus Mut. Worauf willst du hinaus? Die Manifold braucht mehr Zeit. Sie muss ihren Zyklus vollenden. Sie muss beenden, was sie begonnen hat. Die Realität muss sich setzen. Aber das bedeutet wohl, dass wir drei. Endgültig. Wäre das schlimm? Nein, spannend. Also. Riskieren wir es. Aber klar. Okay. Es kann losgehen. Aktivier sie. Ach, richtig. Sie hat ihren Zyklus vollendet. Das ist gut, oder? Rausch. Was für ein Rausch. Es funktioniert. Es funktioniert. Nichts wird sich verflüssigen? Man wird sehen. Jetzt können wir Herlock bei dem Schild helfen. Wirklich? Ja, speziell mit Samnas Daten. Heißt das, Matthias wird nie wieder zu einem Ganzen werden?
Wir sind ein Ganzes. Denn, weißt du, ich muss dir sagen, das war mutvoll. Wir drei Teile des Ganzen. Es wird besser. Und wisst ihr, doch, also, wo sind wir als Ganzes? Furcht, das sollten wir alle so leben. Jetzt ist der Bruder 3. Er kann nicht mehr eins werden. Vielen Dank fürs Spielen. Du hast deine Mission abgeschlossen und erfährst bei der Suche nach dem Artefakt geholfen. Ah, okay. Vielen Dank fürs Spielen, du kannst Elfen kaufen. Ja, hab ich schon. Oh, jetzt haben wir noch Werbung gemacht. Das Dominion ist im Anmarsch und dieser Javelin wird ihre Fähigkeit verbessern. Ja, cool. Dann hat sich das ja sowieso erledigt mit der Mission, ne? Würde ich behaupten. Ja. Danke. Der Interceptor ist nichts für Neulinge. Deshalb ja. haben wir etwas abgewartet, um würde ihn behaupten, dann hängen wir noch den Festungskampf hinten dran, oder was? Natürlich. Und dann geht's ab. Sean, willst du jetzt eigentlich mit einem neuen Javelin spielen? Ja, ich probiere jetzt mal einen Interceptor aus. Ich hab schon... Oh. Okay. Ja, das ist Perspektive, Leon, ne? Ja, sorry. Vielleicht wird der Sean ja... der Wunderknabe überhaupt sein. Du kannst. Soll ich schnell in den Anzug reingehen? Ja. Okay. Du kannst den einen Bumerang kannst du aufladen und den anderen und die anderen nicht. Den einen kann man aufladen, den anderen kann man nicht aufladen. Gut. Wie kann ich denn jetzt hier wechseln zwischen den Javelins? Ah, ja. In der Schmiede, Schatzi. Na, schon gut. Ja. Ich lade euch da mal ein. Ja, ich mache mir noch eben hier so. Guck mal, ob ich gerade vielleicht was Neues bekommen habe in dem Moment, wo wir von der Mission eigentlich zurückgekommen sind. Ah, okay, ich weiß, was passiert ist. Glaube ich. Was denn? Ich habe. Da ich ja Jan vorhin eingeladen habe, so oft auf die X oder X-Taste gehauen, dass ich Jan ignoriert habe. Und jetzt habe ich Jan wieder das Ignorieren weggemacht und. Für gar nichts. Wieder entignoriert. Ja. Danke für gar nichts, Leon. So. Habe ich eingeladen. Ja, du hast gesagt, ich krieg keine Einladung. Und dann habe ich die ganze Zeit... Ich krieg keine Einladung. Hast du schon ausgewählt? Ich muss gerade noch eben mit meiner Javelin, ja. Moment. Der Sean schaut sich jetzt ein neues Javelin an. Einen neuen Javelin, der Javelin, das Javelin. Private Expedition habe ich sogar ausgewählt. Dann heißt es Javelin, Javeline. Gibt es da eigentlich nur einen Festungskampf oder mehrere? Ich glaube, es gibt nur einen. Als in der Demo. Ich glaube, später gibt es natürlich noch mehrere. Ne? Dann denken wir, daraus besteht mehr oder weniger nachher das Endgame so, wenn man volles Level ist, um dann Items zu holen. Sowas. Ich denke mal, das wird irgendwie in die Richtung gehen. So. Könnt mich einladen. Bin soweit. Du hast doch schon eine Einladung. Ja, die bleibt nicht ewig. Ja, okay. Der hat dich jetzt auch ignoriert. So. Moment, lass mich bereiten. So, bin soweit. Okay. Ich hab jetzt die Musik von dem Film im Kopf. Der private Modus ist für freies Spielen auf Festung nicht verfügbar. Öffentlich. Ja, du musst auch auf öffentlich stellen. Ja. Damit kriegen wir noch einen vierten dazu. Boah, ich hab die edle Katze dabei. Das ist ein Interceptor. Ja, ich auch. Oder ist das gerade meiner, der hier rauskommt? Oh, es ist meiner. Jetzt hoffen wir mal, dass das direkt funktioniert. So, come on, Ladebalken, wir glauben an dich. Los. Bisher sieht die Geschwindigkeit sehr gut aus. Go Balken. Er hat die Hälfte geschafft. Er ist gut im Rennen. Oh, come on. Ja, und mach mal einen Kommentator. Wie soll ich denn jetzt den Kommentator machen? Vor allem, was soll er da kommentieren? Oh, 75% sind erreicht, das wird ein hartes Rennen. Ein Rennen gegen die Zeit. Das ist der Wahnsinn. Das Telefon des Kommentators vibriert. Was ich jemals gesehen habe.
Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zu diesem wahnsinnigen Rennen. Der Balken, er rennt. Zu diesem wahnsinnigen Rennen. Grillsippen, Grillsippen. Der Balken, er rennt. Er rennt. Bro, er wird jetzt langsamer. Ist in die Ausdauer zu Ende gegangen zum Schluss. Kurz vorm Ziel nicht schlapp machen. Das Wichtigste bei einem Marathon, kurz vorm Ziel, einfach durchziehen, Leute, einfach durchziehen. Ja, wir haben jetzt da Kräfte gespart, es war nicht Höchstgeschwindigkeit, die bis jetzt hier hochgefahren worden ist, deshalb kommt am Ende jetzt nochmal der Endsprint. Der Endspurt, Stück für Stück kämpft er sich nach vorne in Richtung Ziel. 90% Linie ist erreicht. Und das Handy des Kommentators vibriert schon wieder, wer schreibt mir die ganze Zeit hier? Vielleicht der Balken. Wir haben die 95% Marke erreicht. Nein, es geht nicht weiter. Und es ist stehen geblieben. Ja. Nochmal, es ist unentschieden, es geht in die Verlängerung. Nochmal und nochmal. Es geht in die Verlängerung. Nein. Wir starten nochmal eben das Game neu. Bis gleich. Und das Spiel muss wiederholt werden. Ah, ist das episch. Ich bin drin. Warte. Ich noch nicht. Mal den neuen Anzug hier begutachten. Bei mir hat sich noch nicht mal der Sound runtergeregelt. Danke, EA. Danke. Auf jeden Fall. Sieht schnittig aus, das Ding. Wahrscheinlich musst sieht du das als DLC kaufen, den Sound zu regeln. Ach, jetzt stopfen wir schon bei 70%. Ja, der Random ist schon mal da. Hat der schon was? Hat der Balken bei dir komplett durchgeladen? Gibt es hier nirgendwo einen Chat? UIT. Enter. Ja, ich bin auch hier. Enter ist kein Chat. Ja, okay. Enter ist nicht der Chat. Ah, ich bin da. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Ja, wir das kommen geht. Zurück aus dem Ladebildschirm. Ja, hallo. So, jetzt war los. Dreimal neu starten mussten. Ja, das hast du mal. Alter, die Geschütze regeln. Ich hab das verlinkt gefunden. Alter. Alter, ich bin einfach fast direkt tot. Es ist instabil. Für alle Anwesenden, die nicht in Gestalt sind, hinter den Geschützen. Es ist schlecht. Diese ganzen Fuckminen, ich bin da überall reingeflogen. Kann ich mal wieder leben kurz? Die Leute haben mit Waffen auf mich geschossen. Ich glaube, hast du Schaden bekommen durch die Mine, die ich neben dir abgeschossen habe gerade. Nein, man kriegt doch kein Team der Mensch. Ja, aber wenn die Mine explodiert. Das ist nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Wir müssen die Echos aufsammeln und die dann zum Point bringen. Was für Echos? Das ist ein Echo, diese leuchtenden gelben Kugeln, die hier überall rumschweben. Dann sammeln die da auf. Ich bin dabei! Hab einen. Und jetzt einfach wohin einfach bringen? Zur Mitte da bringen. In welcher Mitte? Es gibt nur eine Mitte mit den Stacheln. Ach da! Junge, krieg ich viel Schaden! Ich hab das da abgeliefert und Hilfe. Jetzt... Hilfe! Überleg mich mal einer bitte wieder. Guck, oh, rechts ist eine Anzeige. Wo bist du denn schon? Ja, jetzt ist zu spät. Respawn wird eingeleitet. Übel. Ja, Respawn wird nicht eingeleitet, man muss gerettet werden. Ach, jetzt echt? Ja. Ja, dann rette mich doch noch wer. Nämlich ein begrenzter Spawnbereich. Muss mal eben ganz kurz meinen. Der Leon rettet uns einfach nicht. Ja, ich wurde hier zurückgedrängt, das tut mir wahnsinnig leid. Lüge. Du kannst doch fliegen. Ja, flieg auf einen drauf, mach deine Kuppel und revive den. Verdammt, ich bin nicht der eine. Ich bin down. Ja, ich konnte halt die Kugel, ich konnte halt das nicht mehr machen. Du kannst es auch in der Luft schon aktivieren. Ne? Echos. Ja, genau. Ja, was bringt mir in der Luft, wenn es eine Kuppel ist? Also. Ja. Ja. Wie kommen wir jetzt wieder? Ja, der Random, der zieht sein Ding wohl durch. Spielt er jetzt alleine weiter? Der läuft doch da hinten rum, siehst du doch. Ich glaube, der ist auch gerade beschäftigt. Ja, Team besiegt. Jawohl. Geht mal von vorne los.
So, okay, bisschen mehr ab, also. Genau, ein bisschen mehr ab. Ja. Schon wieder Ladebildschirm, ey. Bisschen mehr ab und ein bisschen weniger Biss. So, wir sind endlich aus dem Ladebildschirm raus. Ich glaube, wir kommen zurück aus dem Ladebildschirm. Ja, der Ladebildschirm hat echt lange gedauert, aber jetzt können wir endlich hier den First Try machen. Ja, wir mussten den Ladebildschirm dreimal wieder neu starten. Corvus hat mich damit beauftragt, die Ska-Aktivität um Fort Tarsis zu verbinden. So, lass uns als Team zusammen. Seit sie damit begonnen haben, Versorgungskarawanen mit Säurewaffen anzugreifen. Ja, Leon? Minen? Wir vermuten, dass sie ja? Dort die Säure herstellen. Bin doch hier. Ich möchte, dass du das herausfindest und dem Ganzen ein Ende bereitest. Der Koloss könnte jetzt einfach durchrennen, glaube ich. Freelancer, ich spüre einen Sein. Ja, wir können halt auch, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir das sehen. Damit zu tun haben, wie die Ska diese Waffen herstellen. Könnte man sich mal ansehen. So, pass auf die Turrets. Wir müssen zuerst die Turrets fertig machen. Wo sind die Turrets denn? Ach, da oben, meinst du? Ja, die Turrets machen Damage. Erst die Turrets fertig. Ich hab das Relikt gefunden. Die Ska haben sich daran zu schaffen gemacht. Es ist instabil. Für alle Anwesenden, die nicht in Gestalt sind. Okay, die Turret ist down. Das ist eigentlich meine Ult. Was denn? Wer bist du? Achso, du aktivierst so eine Art Modus und dann kannst du machst mehr Damage beim Schlagen und sowas und bist ja schneller, glaube ich, dabei. Also einfach nur so eine Art Boost oder was? Ja. Kaioken. Ja, auf jeden Fall fett Schaden bis jetzt. So. Komm her. Geht nicht, dass du hier so einfach wegrennst. Oh. So, Jungs, sammelt die Echos, dann ist das hier vorbei. Hoffe ich. Nein, ich würde. Oh. Ich bin nett. Hast du die richtige Schwierigkeitsstufe eingestellt? Wieso ist das zu schwer? Also. Das war genauso schwer wie beim letzten Mal. Also ich hab da doch normal gestellt. Boah, übel, übel, übel. Schade. Boah, Junge! Die Ulti sind aber übelst krass. Bam, Junge! Erst die Turrets kaputt machen, die machen übelst viel Schaden. Ja, ich bin ja dabei. So, oh, der ist weg. Und dann. Hier ist ein gelber Punkt. Ja, einsammeln. Habe ich. Und jetzt? Direkt zum. Genau. Da acht runter? Stück brauchen wir. Acht Stück brauchen wir. Warte, wo gehst du hin? Ich hab zwei gelbe. Verlässt das Battlefield. So, wo muss ich das hier abliefern? Hier. Oh, Alter, warum macht er denn so viel Schaden? Die erste Hälfte ist erledigt. Ist das? So. Alter, hat er viel Schaden gemacht, aber übel. Oh, hier liegt ein legendäres. Hä? Was liegt da? Item. Ja, lang, oder? Oder ne, ein ungewöhnliches. Oh. Das ist ein legendär. Wo ist es denn? Wo soll besagtes Item sein? Hier ist besagtes Item. Ja, hier? Oder? Wo sind die Echos? Ne, hier ist nix. Egal. Vielleicht weiter oben. Wo sind die Echos? Hey, du hast das doch gefunden! Nein, laut. Laut Radar ist das hier. Ja. Laut Radar wird es weiter oben angezeigt. Zeigt das Radar legendäre Items an? Nein. Nein, die Kugel. Ja, ich frag doch die ganze Zeit nach dem Item, du Bob! So.
Warte, da liegt noch was. Ah, hier ist noch eins. Nächstes in die Richtung. Ah, hier ist noch eins. Eins ist noch in die Richtung. Hier. Und eins noch. Ich hab's. Sag. Dann zurückbringen? Ja, auf die Plattform. Ja. Yeah. Sind das vier, die ihr zusammen habt? Ja. Ja. Eins fehlt noch. Man kann mehrere fragen. Jawohl. Und das war's jetzt? Eingedämmt. Gute Arbeit, Freelancer. Scheint, als hätten die Ska Eier zum Relikt. Weil es sieht aus, wie als wenn man auf eine Box Stärke gefällt. Drauflegt. Vielleicht haben sie mit dem Relikt zu Waffen verarbeitet. Sehen wir uns das zweite Relikt an, um meine Theorie zu überprüfen. Oh, ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Oder müssen wir nach unten? Interessant. Da sieht nach da hinten aus, oder? Ja, ich glaube, in die Richtung. Ja. Ja. Ah, da oben hoch ist man. Dann auch. Zack. Du bist fast am Relikt. Pass mal über jetzt. Bei diesem ist weitaus mehr los. Sieh mal, überall Eier. Deine Theorie hat Hand und Fuß. Ich klopfe mir nachher selbst auf die Schulter, aber erst kümmere ich mich. Ich sollte mal auf mein Team warten. Ach was, Leon? Team? Machst du doch bei The Forest auch nicht, Leon. Ja, da brauche ich die Hilfe aber auch nicht. Also wenn du nächstes Mal in The Forest kurz noch sterben bist, helfe ich dir nicht. Hey, ja. Oh, was ist das? Ein Scharfschütze. Eine Mine! Mit einer Mine! Oh, pass auf. Wieder Geschütze, ne? Denk an die Geschütze. Ja, der erste Geschütz ist jetzt weg. Wo ist denn das Ding, aber wo wir das jetzt abgeben müssen? Das ist da in der Nähe von dem Freund. Oh, wenig Leben. Danke fürs Schild. Ja. Noch komm. Moment. Aua. Was soll das machen denn hier? Oh, das ist noch ein Geschütz. Da, mein Gott. Ist der noch irgendwo geschützt? Ja. Das hat auch so einen Tank. Ja, die Tanks, die Flachstelle von den Geschützen. Da machst du übelst die Krebs. Ah, mach ich das nicht mit meinem Sniper. Ach, okay. Hat sie erledigt. So, der nächste ist da. Los, Jungs, holt euch die Echos. Bin dabei. Wo muss ich die hinbringen? Oh, bei mir. Ja, zur Plattform. Ah, hier, da. Ja. Du mal hier einen. In die Richtung. Oh, wo ist mein Radar? Bei mir auch gerade. Ah, da ist weg. Ah, die Plattform ist noch da, oder? Ja, da steht ja auch noch rechts rum. 8 von 12, ja. Ah, ein neuer Gegner gespawnt. Oh,
Wo sind denn jetzt die Echos? Aua, der hat mir eine gegeben. Ja, ich muss mal ganz kurz. Oh oh! Bin ich Gesundheit, bin ich Gesundheit, bin ich Gesundheit! Oh! Zack, Junge. Hier kommt auch nochmal einer. Echo, wo sind die Echos? Voilà. Oh. Seid ihr mal Echo? Hier ist ein Echo, aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Sag mal ja. Du machst das Ding auf. Wo denn? Es geht nicht auf, BTF. Warm Junge, komm näher. Aber wahrscheinlich müssen wir erst die Dings besiegen. Ah, ich glaube, wir müssen erst die Gegner fertig machen. Bin geschockt. Zack, 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 zack. Hui. Ich hole dich mir, Kollege. Da habe ich keinen Schaden bekommen. Ich habe ich. So. Du dahinter bist sind auch ja noch irgendwelche. Habt ihr noch welche gefunden? Ja, hier sind noch ein paar Leute. Ja. Ja, die werden wieder angezeigt. Was sind das hier eigentlich für Dinger? Das sind Gefängnisse. Ja, aber was kann man hier machen? Kannst sie aufmachen, dann kannst du da reingehen und das rausholen, was drin ist. Und was war da drin? In dem Fall nichts. Doch ein Echo. Ein Echo tatsächlich. So. Da hinten sind noch mehr Echos. Ja, ich hol die eben. Wir brauchen noch 4 Stück. Und 2 noch. Hab ich. Okay. Dann einfach zurückbringen. Ja. Zack, einer noch. Komm schon, Jungs. Hopp, hopp. Ja, da. Oh, eine Kiste. Oh, Junge. Dafür für alle. Gib mir Stuff. Ich glaube, wir. Nur ungewöhnliche Ember. Was war das? Halt mir rum. Dafür kannst du Sachen craften, glaube ich. Nicht runterziehen, aber ich fürchte, das ist das Ding, ah, das ne, jetzt auch Objekt ungewöhnlich. Wenn wir die Quelle nicht vernichten, dann kommen die Scar wieder, um neue Waffen zu machen. Faye, finde mir einen Weg in den Untergrund. Oh, wir sind Minen. So, Jungs. Jetzt wird's spaßig. Jetzt erst? Korrekt. Kommt jetzt der Mega-Endboss? Nein, noch lange nicht. Wie noch lange nicht? Aber noch einen weiten Weg vor uns. Ne, du gehst mehr. Ne. So. Du läufst ja nicht nochmal in den Weg. Hier. Diese Tür sollte in den Untergrund führen. Wozu baut jemand eine Tür vor eine Höhle? Um etwas draußen zu halten? Oder drinnen? Aua, das sind die. Hast du gerade geschrien? Explodieren dabei, ne? Der große böse Korpus agent ist wohl kein Freund von Skorpedon. Na und? Sind ja schließlich keine Clownien. Danke. Denn kaum der Jan? Einzige mit einer Abneigung ja. Gegen sie. Du hast meine Granate voll abgefangen. Dann steht doch nicht hinter mir. So, gecatcht. Hui. So, ich bin im Spinnennetz. Ah, du wurdest gecatcht. Schauen, wie ist der Interceptor? Bis jetzt finde ich ihn ganz interessant. Also ich bekomme zwar halt echt gut Schaden, ne? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von den Boomerangs halten soll. So, ich würde mal behaupten,
Hier geht's lang. Hier runter? Ja, ja, dann mal ab. Was beim Schwimmen, Jungs. Ui, direkt am Boden hier. Alter, wir müssen tauchen. Wie dreht er sich denn hier? Wow. Es ist schon fast friedlich hier unten. Skorpedone können aber nicht schwimmen, oder? Keine Sorge, Seth. Ich beschütze dich vor ihnen. Wo muss ich denn hier hin? Ich sehe nichts. Einfach den Lichtern folgen. Ja, ich muss erstmal hinbekommen, hier nicht direkt gegen Decken zu. Gegen alles, was zu fest ist, zu fliegen, ey. Krass, oder? Aha. Uh-huh. Ihr seht mich ja durch die Wand, da müsst ihr hin. Boah, die Kameraführung hier ist ja mal richtig. Richtig. Wo bist du denn, Jan? An der großen Tür. Ihr seid ganz woanders. Guck einfach, wo du mich siehst. Ja, aber wie komme ich da hin, ist die Frage. Den Lichtern folgen. Ja, hier sind 3 Milliarden Lichter. Ja. Ich bin wieder beim Wasserfall. Ja, runter und dann einfach direkt den Lichtern folgen. Oben entlang. Den Lichtern folgen. Ja, hier ist ein Licht. Links. Da ist ein Licht. Ah, wow. Wir sind hier einfach nur nach unten getaucht, Leon. Ja, okay. Ihr kommt in meine Richtung. Die Tür ist offen. Ja. Da. Ja, wir wollten halt mehr zeigen vom Untergrund. Ja. Also... Als ich das erste Mal hier war, war ich eine halbe Stunde unter Wasser. Was? Und die anderen in meinem Team auch. Eine halbe Stunde? Kannst du so lange nicht unter Wasser bleiben? Ja, ich bin auch unter Wasser gestorben einmal. Ja, hat er gemacht? Bist du in so eine Qualle geschwommen oder was? Nein, du hast irgendwann keinen Sauerstoff mehr. Ach so. Naja, wo gehobelt wird, fallen Stäbe. Oder Eierschalen. Das hat so lange gedauert bei dir. Darauf kann ich gut verzichten. Was ist das? Noch ein Relikt. Vorsicht, Freelancer. Es ist instabil. Bist du hier, Ekeldinger? Ich hasse es, wenn das passiert. Was machen wir jetzt? Sammle die Fragmente und dämme das Relikt ein.